wurde geboren am 20. April 1925 in Peine, Deutschland, Europa. Ich war das jüngste und vierte Kind von Asriel Perel, dem Besitzer eines Schuhgeschäftes, und seiner Frau Rebecca. Ich wurde geboren am 20. April 1925 in Peine, Deutschland, Europa. Niemand wollte mir je glauben, dass ich mich an den Tag meiner Beschneidung erinnere. Eloheini velahaya voseini, kayem es hayelet hazei, leobev ulimoi, vikurei shemoi b'Yisrael. Schleimer. Schleime ben Asriel. Ich erinnere mich auch an meine Geburtstage, die ich lange unwissend am gleichen Tag feierte wie der zukünftige Kanzler des 1000-jährigen Reiches, Adolf Hitler. Sollte sich Vater doch den Bart rasieren? Jetzt bestimmt nicht mehr. Beeil dich mal ein bisschen. machst du denn da drin? Komm endlich raus, hörst du? Sally, ist das dein Bar Mitzwa oder meins? Du musst noch Holz hacken. Ja, gleich. Bertha war immer auf mich eifersüchtig. Sie wollte der Junge sein. Hätte ich gewusst, ich wäre sofort aus der Badewanne gesprungen. Können wir jetzt nicht schon zumachen? Noch eine halbe Stunde. Hey, Kathi! Was machst du denn da? Und du? Ich hab denen Bier gebracht. Die haben euch alle Fenster eingeschlagen, was? Dann sollte mir nach Hause laufen, mir was zum Anziehen holen. Mein Vater hat mir verboten, zu euch zu gehen. Warte hier. Da bist du ja. Isaac sucht dich überall. Mein Vater war in Lodz geboren und da fuhren wir jetzt alle hin. Er besorgte uns polnische Pässe und sagte, dass wir von jetzt an Polen sein werden. Ich wusste, dass die Deutschen Bertha umgebracht hatten, aber ich wollte in Peine bleiben. Ich wollte nicht nach Lodz. In Lodz wohnten wir über einem Kino. Die Kassiererin, Fräulein Baschia, mochte mich von allen Jungs von der Straße am liebsten und ließ mich immer umsonst rein. Ich wollte Schauspieler werden, wie Clark Gable oder Eugenio Sprodo. Ich hätte so gern gewusst, ob ihr Buckel aus Fleisch oder Knochen war. Als der Krieg begann, war ich sehr froh. Ich dachte mir, jetzt wird die Polizei die Sache mit dem Fahrrad vergessen. Und mein Vater wird mir nie böse sein. Ich konnte meine Einheit überhaupt nicht finden. Ihr ahnt ja nicht, was da draußen los ist. Die haben mir nicht mal ein Gewehr gegeben. Die haben gesagt, sie hätten zu wenig, um sie auch noch an Juden zu verteilen. Die Deutschen werden gewinnen. Noch ein, zwei Tage. Dann werden sie hier einmarschieren. Es ist alles deine Schuld. Du hast gesagt, hier wären wir sicher. Sie würden es nie wagen, diesen Krieg anzufangen. Ja. Ja, das ist meine Schuld. Asriel. Die Jungen müssen hier weg. Sally darf ihnen nicht in die Hände fallen. Aber wo sollen sie denn hin? Nach Osten. So weit wie möglich nach Osten. Sie hätten uns ja wenigstens fragen können. Es steht geschrieben, dass ein Sohn seinen Vater und seine Mutter in schweren Zeiten nicht verlässt. Es steht aber auch geschrieben, dass der Sohn seinem Vater und seiner Mutter gehorchen soll. Deine Pflicht ist es auch, dich um einen Bruder zu kümmern. Und ihr? Können wir nicht alle? Uns wird nichts passieren. Na, hör schon auf. Sie werden sich doch nicht mit dem Glas abschnitten. Komm jetzt, wir sind bald wieder zurück. Salek, bitte. Salek! Bolschewicy! Kacapy napadli na nas z drugiej strony. Widziałeś ich? Widziałeś? Z Niemcami. Hitler spaktował się. Ze Stalinem oddał mu cały wschód. Nie masz Polski! Jak tam będzie sowiecka okupacja? Nie masz Polski, rozumiecie? Płyniemy dalej! Czekajcie! 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 Płynę z wami! Die Polen riefen, dass Hitler ihnen lieber war und wollten umkehren. Die Juden wollten zu den Bolschewiken schwimmen. Ich... Noch Pommes! Noch Pommes! Spokojnie, spokojnie. Держись, Mann. No, молодец, молодец. Да, да. Ich wurde von einem russischen Soldaten gerettet. Den ganzen nächsten Tag saß ich dann am anderen Ufer und wartete auf meinen Bruder Isaac. Aber der kam nicht. Dann wurde ich ins Waisenhaus nach Grodno gebracht, wo ich fast 2 Jahre geblieben bin, zusammen mit anderen jüdischen, polnischen und russischen Jungen. Dort machte man aus mir einen sowjetischen Patrioten und überzeugten Kommunisten. Борьбе за дело Ленина, Сталина, будьте готовы! Да здравствует товарищ Сталин! Ура! Да здравствует Республика Советов! Ура! Александр Мальцер, Юрий Воробьев, Сенек Грач. Podejdę? Tak. Jest tu tych ruskich. Niewoli w Starobielsku. Salomon Perel. Pawlik Iwanow. Dank des Paktes zwischen Hitler und Stalin konnte ich Post von zu Hause erhalten. Mein Vater schrieb, unser geliebter Sohn, wir freuen uns sehr, dass du gesund und in Sicherheit bist und dass du auch lernen kannst. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir sind ins Ghetto gezogen. Alle Juden müssen jetzt dort wohnen. Aber mach dir um uns keine Sorgen. Jeder Gedanke an dich gibt uns Mut und Kraft. Kannst du auch koschere Mahlzeiten bekommen? Vergiss nie, wer du bist. Hältst du auch den Sabbat ein? Grüße deine Erzieher. Deine Mutter küsst dich. Dein Vater. PS, unsere neue Adresse, Knüpfergasse 7. А происхождение? Ты не написал, какое у тебя происхождение? Еврейское? Дурак! Это мы знаем. Мы спрашиваем о классовом происхождении. Ты не написал, какое твои классовые происхождение? Он ничего не понимает. Мой отец имел магазин, я... Значит, буржуйская. Салли очень старается. Ведет общественную работу. Я докажу, что... Что я достоин. Забракло. Ты похож на Сталина. Я что бы шел с тобой, где ты донес? Takim obrazem pomещики и буржуи держат народ в темноте. Разжигают религиозные предрассудки, чтобы при помощи попов, ксенцов и раввинов уничтожить в народе революционную волю. Поэтому мы считаем религию опиумом для народа. А это неправда. Что неправда? Что нет Бога. Бог есть. А где же это он есть? Есть и все. На небе. Может быть, еще кто-нибудь из вас так считает? Вижу, что ты один так думаешь. Пылечишки. Что это значит? Что за заговор? Это бессмысленный спор. Наука давно доказала, что Бога нет. Без tego gówna rozumiesz, Żydku, to wy ukrzyżowaliście Jezusa. Tak to nie tylko ciemny, no k тому же и расист. Польские фашисты, паны, дворяне. А знаешь ты, что говорил Ленин об антисемитизме? Что это такое самое же преступление, как контрреволюция? Мой брат погиб на войне с немцами, ты, как я возрасту в Польшу. Быстрее увидишь свое ухо, чем свою Польшу. Польши нет, и больше никогда не будет. Это ложь! Ну, хорошо. А теперь давайте сделаем небольшой эксперимент. Молиться вы, конечно, умеете, правда? Ну, молитесь. Господи, мы просим Тебя дать знак о своем существовании и брось нам с неба конфеты. Говори же, чего ждешь? Господи, сбрось нам с неба конфеты. Что? Повтори, я не слышала. А что уж говорить о Боге, ведь он же на небе. Господи, сбрось нам с неба конфеты. Скажите, дорогой, любимый товарищ Сталин, дай нам немного конфет. Да. Дорогой, любимый товарищ Сталин, дай нам немного конфет. Это твой председатель, говно за Уралом! Давай! Ну ладно, ладно, садись! Juden vortreten! Er versteht ihr nicht! Juden vortreten! Juden! Los, los, hopp! Halt euch! Schneller! Hopp, kommt, kommt, kommt! Bewegt euch! Нет! Papiere! Нет! 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 Армянин! Я армянин! Нет! Nein, я армянин! Нет! Ich bin kein Jude! Ich bin kein Jude! Sie kontrollieren, bitte! Ich bin kein Jude! Kontrollieren? Gute Idee. Kontrollieren wir es. Bravo. Armenier. Was ist das? Du willst es wohl verarschen. Что они с ними делают? Евреев и политруков моментально расстреливают. Я же знаю, я был в плену. Остальных вагер. Как вам не стыдно панику сеять? Документы надо уничтожить. Евреи, комиссары. Надо все уничтожить. Я бы лучше умер, чем отказался от партии. Ну и умирай за Родину, за Сталина. Komm, wir schauen uns die da drüben mal an. Hände in den Nacken. Papiere. Papiere. Aber schnell. Los, schneller. So, nach hinten. Papiere. Nach hinten. Papiere. Papiere. Raus. Papiere. Papiere, schnell. Schneller. Papiere. 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 Los, mach schon! Na komm raus, Katja! Versteck an, komm! Komm hier raus! Papiere. Na los, komm schon! Papiere. Die sind mir auf der Flucht gestohlen worden. Du sprichst gut Deutsch. Ich bin Deutscher. Wie kommst du hierher? Vielleicht ist er Jude. bin Deutscher. Ich bin Volksdeutscher. Ich bin Volksdeutscher aus Grodno. Ich komme aus einem bolschewistischen Waisenhaus. Juden erkenne ich sofort. Das hast du ja gerade eben gesehen. Ich bin Deutscher, Volksdeutscher aus Grodno. Die Bolschewisten haben mich in dieses Waisenhaus gezwungen. Schulz, mach weiter. Ich bringe ihn zum Feldwebel. Stellt euch da drüben auf. Los, los! Wir wollen alle Papiere sehen. Ist das nicht unglaublich, dass wir in diesem menschlichen Mist so einen Diamanten gefunden haben? Wer hat dich gefragt? Du hast eine Meldung gemacht und jetzt verschwinde. Hast du nichts zu tun? Hier ist keine Judenschule. Jawohl, Herr Feldwebel. Komm, da macht einer Probleme. Name? Peters. Josef Peters. Hör auf, Idiot! Deine Eltern sind Deutsche. Ja. Bei uns heißt das Jawohl. Jawohl. Herr Feldwebel. Und wo sind Sie? Deine Eltern? Mein Gott, er hat doch gesagt, dass er im Waisenhaus war. Bestimmt haben die Bolschewiken seine Eltern auf dem Gewissen. Leider nicht, mein Junge. Wir werden Sie für alles büßen lassen. Ruhe! Schluss jetzt. Papiere! Deine Papiere, mein Kleiner! Ohne Papiere bist du hier schlimmer dran als nackt am Nordpol. So schwachsinnig, komm! Hey, Kramer, schick mir mal den Jungen rüber. Jupp. Josef zum Donnerwetter. Du heißt doch Josef. Ja, natürlich. Also los! Du sprichst doch gut Russisch. Ich habe ganz deutlich gesagt, dass Juden vortreten sollen. Der hier macht auf dumm. Товарищ капитан, я знаю русский. Так он скажи своим, что это никакой не еврей. И пусть руки держат подальше, иначе пожалеют. Was sagt er? Dass er da kein Jude ist. Und dass, wenn ihr ihn anfasst, es bereuen könntet. Was? Pass bloß auf, du russische Drecksau. Los, schlepp diesen Jude ab. Schlepp sie beide ab. Ja, вам сказал, что это не еврей. Это же сын Сталина. Was ist los? Übersetzt schon. Er sagt, dass der da Stalins Sohn ist. Was? Wer? Papiere! Papiere! Dokumente. Was steht da? Tschukaschwili, Jakob, Sohn von Josef. Hier bleiben! Rührt euch nie von der Stelle! Abhören! Nach hinten! Aber schneller! Ты где научился говорить по-русски? В школе, в Гродно. Комсомолец. А теперь служишь этим фашистским свиньям. Was will er von dir? Hab ich nicht verstanden. Das war kein Dialekt. Sag ihm, dass er aufpassen soll, wo er das nächste Mal hinspuckt. Wenn er einen Deutschen beleidigt, kann er ganz schnell eine Kugel verpasst kriegen. Und sag ihnen, dass ich Befehl habe, sie zur Kommandantur zu bringen. Komm her, Junge. Du bist ein Glückspilz. Und uns hast du Glück gebracht. Du warst dabei, als das Deutsche Reich den Sieg errungen hat. Stalins Sohn. Achtung. Weißt du, was das heißt? Stalins Sohn? Lächeln. Bestimmt hungrig. Danke. Perel. Perel. To jest Żyd. On jest Żydem. Was will er? Er sagt, dass hier ein Jude ist. Wo? Er sagt, dass ich ein Jude bin. Wer? Ja, er sagt, dass ich. Kennst du ihn? Was will er dann von dir? Ich weiß nicht. Geh. Frag ihn. Dlaczego Zenek? Dlaczego to zrobiłeś? A co? Jesteś Żydem? A ja polskim faszystą. Może to nieprawda, co? Das ist die richtige Antwort. Aufhören! Sofort aufhören! Halt, stehen bleiben! Bleibst du stehen, du Trottel! Halt, stehen! Halt und nicht stehen! Halt! Halt! Pack ihn dir! Verdammte Schweinerei! Geh rein! Na jo, lebst du noch? Jungs, Jungs, und Kompanie, Chef! Du sollst dich sofort beim Hauptmann melden. Warum? Warte ab, bis er dich fragt. Am besten du antwortest immer nur mit Ja oder mit Nein. Steh die ganze Zeit stramm, da legt er Wert drauf. Und dreh dich nicht nach oben um, wenn er im Zimmer umherläuft. Und sag auf keinen Fall, dass du in einer kommunistischen Schule warst. Der alte hasst die Bolschewisten wie die Pest. Pass gut auf. Ihn kann man nicht hinters Licht führen. Er sieht dich ein einziges Mal an und weiß schon alles. Peters ab zum Kompaniechef. Aber Dani, komm! Donnerwetter. Wie alt bist du? 16, Hauptmann. Du weißt, dass meine Männer ganz vernarrt in dich sind. Nein. Bitte? Nein, Herr Hauptmann. Wer war eigentlich dein Vater? Mein Vater? Mein Vater arbeitete im Handel. Und du hast niemand mehr? Keine Verwandten? Möchtest du bei uns als Dolmetscher bleiben? Schon immer wollte ich unserem deutschen Vaterland dienen. Dazu wirst du reichlich Gelegenheit haben. Die Zukunft gehört deiner Generation. Du weißt ja, mein Junge, gegen wen wir diesen Krieg führen. Gegen Russland. Gegen Frankreich. Gegen England. Nein, mein Junge, diesen Krieg führen wir gegen die Juden. Das ist unser jüdischer Krieg, unser heiliger Krieg. Es geht nicht nur um Lebensraum, sondern darum, Europa, Juden und Bolschewisten freizuhalten. Hast du das verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Und du kannst stolz sein, an diesem heiligen Krieg teilzunehmen. Was geschieht mit Ihnen? Was Wird man sie töten? Wen? Die Juden. Man wird sehen. Man wird sie umsiedeln nach Madagaskar, nach Sibirien. Zerbricht dir darüber nicht den Kopf. Der Führer wird schon die beste Lösung finden. Jawohl, Herr Hauptmann. Er soll hinschauen. Schau ruhig hin, Jupp. Diese Schweine haben deine Eltern umgebracht, nur weil sie Deutsche waren. Sie haben dir dein Zuhause genommen. Sieh dir an, wie sie dafür büßen. Sieh dir die Bestien gut an. Du musst lernen zu hassen. Da fühlte ich zum ersten Mal, wie verwirrt ich war. Wer war mein Freund? Wer mein Feind? Warum waren alle so gut zu mir? Wie konnten sie so gut zu mir sein und gleichzeitig töten? Andere so grausam töten. Was unterschied mich von ihnen? Das kleine Stückchen Vorhaut? Ich empfinde deutschen Stolz, dass es mir vergönnt ist, für Führer und Vaterland mein Blut zu vergießen. Deutschen Stolz? Findest du nicht, dass das ein bisschen steif klingt? Du musst dich entscheiden, ob du es lyrisch oder patriotisch haben willst. Nach dem, was du mir von ihr erzählt hast, bin ich für patriotisch. Und außerdem kannst du noch schreiben, wie nennst du sie eigentlich? Wie ich sie nenne? Naja, wenn du mit ihr alleine bist. Ah. Mein Fötzchen. Mein Fötzchen. Gut, schreib weiter. Und auch für dich, mein Fötzchen, ich möchte... Ein Schauer fasst mich. Träne folgt den Tränen. Das böse Herz, es fühlt sich mild und weich. Was ich besitze, sehe ich wie im Weiten. Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten. Robert, das ist zu hoch, das versteht sie nie im Leben. Du bist noch nicht müde? Nein, eigentlich noch nicht. Und du? Meine Wache fängt gleich an. Siehst du die Sterne? Es sind die gleichen wie in Deutschland. Nur viel weiter weg. Ich war noch nie in Deutschland. Das stimmt ja. Aber du wirst noch hinkommen. Ich nicht mehr. Warum nicht? Es war nur Spaß. Wir fahren zusammen hin. Ich nehme dich mit nach Berlin. Sag mal, was hast du eigentlich gemacht, bevor du Soldat wurdest? Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nur nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Kennst du das? Klar. Ich bin Schauspieler. Ein richtiger Schauspieler? Na, selbstverständlich. Und hast du auch in Filmen mitgespielt? Aber natürlich. Ist es nicht schwierig, jemand anderen darzustellen? Viel leichter, als man selbst zu sein. Warte! Ich tu dir doch nichts! Warte! Bleib stecken! Jupp! Bitte lauf nicht weg! Job, du bist ja beschnitten. Job, du bist Jude. Oh mein Gott. Nein, bitte steh auf. Hab keine Angst. Ich bitte dich. Verzeih mir. Verzeih mir, ja? Ich hab doch nicht geahnt, dass... Hier, es wird alles gut. Ich bin jetzt wie ein Bruder, wie ein Freund für dich. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, weine nicht mehr. Hab keine Angst, Jupp, ja? Nicht alle Deutschen sind gleich. Du kannst es mir glauben, es gibt auch andere Deutsche. Ihr habt also alle während dieses Festes eine ganze Woche lang in den Laubhütten gewohnt. Soll das bedeuten, dass die Juden kein Zuhause haben? Es drückt unseren Gehorsam Gott gegenüber aus. Es ist ein Beweis für unser Vertrauen in die Vorsehung. Bertha hat das Fest immer sehr gemocht. Sie war da wie ein Junge, weißt du? Ich konnte Festnacht nicht leiden. Ich musste da immer so Eier in Salzwasser essen. Und von denen wurde mir mal speiübel. Was ich dich fragen wollte, betest du eigentlich wie bei euch zu Hause? Religion ist Opium fürs Volk. Jupp, hey Jupp, könnte ich einen Juden spielen? Du siehst viel zu dumm dazu aus. Du Rassist! Vorsicht! Da drüben am anderen Ufer ist noch der Ivan! Wir haben ihn hier gerade erst rausgeschmissen! Job, komm schnell her! Nimm das Telefon. Hör mal den Feind ab, die haben die Leitung nicht gekappt. Kannst du was verstehen? Er sagt, dass er sie dreimal gevögelt hat und beim vierten Mal, da wollte er eben nicht mehr stehen. Und was weiter? Der andere will wissen, wo sie ist. Na und, wo ist sie? In Brunsk. Das sollen jetzt die Deutschen sein. Na, umso besser. Zerstört die Leitung, aber gründlich. Ah, russische Scheiße, meine Schuhe. Jetzt sagt er, dass er ein deutsches Grat im Visier hat. Und 2 Lanzer. Und dass sie mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen wollen. Robert! Bleib da, ich komme! Bleib da! Robert! Mein Helm! Robert! Siehst du, nun hast du mich doch geküsst. Robert! Jupp! Los, wir ziehen uns an den Waldrand zurück! So verlor ich meinen einzigen Freund, den anderen Deutschen. Er ging aus meinem Leben wie Kati, die bucklige Baschia, Ina Moisejewna, Vater, Mutter, Bertha und Isaac. Wie alle, die ich geliebt habe. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will wieder ich selbst sein. Ich will zurück zu den Meinen. Товарищ, товарищ, вы слышите меня? Кто говорит? Спасите меня. Я им сказал, что я Volksdeutsche. А я комсомолец из Гетома, из Гродно. Я еврей. Если они узнают, убьют меня. Убьют! И где? Вокруг моста. Под вашим обстрелом. Ах, сукин сын, забыли сорвать линию. Давно слушаете? Они все убиты. Und моя Feldwebel и Роберт. Чистая работа, а? Подожди. Эй, комсомолец! Слышишь? Эй, комсомолец! Да? Скоро стемнеет. Сегодня атаки уже не будет. Подползти к реке, иду через мост. Это метров 10. Мы тут же за мостом, по другой стороне, на высотке. Нас здесь только 7 человек. Подождем тебя и будем пробиваться к нашим. Ты винтовку захвати. Есть там какая-нибудь? Есть. Держи ее высоко, чтобы мы узнали. В случае чего прикроем тебя, понял? Понял. И линию перережь сразу. Да. So landete ich, anstatt zu desertieren, an der Spitze der Attacke und wurde zum Helden der Kompanie. Yeah! Aber Hauptmann, ich möchte viel lieber hier bleiben, meinen Kameraden. Ich fühle mich hier sehr wohl und... Tapferkeit hast du nun genug bewiesen. Jetzt musst du erst mal zur Schule lernen. Und endlich mal das Reich sehen. Jawohl, Herr Hauptmann. Das ist eine ausgezeichnete Schule. Du kannst stolz sein, dass du sie besuchen wirst. Aber ich... Wenn der Krieg erst mal zu Ende ist und deine Papiere da sind, ich meine, wenn du möchtest. Ich habe meiner Frau geschrieben. Wir haben ja keine Kinder. Wir haben beschlossen, dich zu adoptieren. Mich? Ja, mein Gut in Pommern. Du wirst sehen, es wird dir sehr gefallen. Abmelden. Für meine Frau. Aus dem Reich kam eine spezielle Abgesandte der NSDAP, die mich als Fronthelden und zukünftigen Sohn des Hauptmanns von Lernau, eines deutschen Aristokraten und überzeugten Antisemiten, in die exklusivste Hitlerjugendschule bringen sollte. Ich biete dir keine an. Ein echter Hitlerjunge raucht und trinkt nicht. Kannst du das denn aushalten? Und was anderes machen Sie auch nicht? Ich glaube, du als Frontheld hast das Recht, dich in gewissen Situationen wie ein Mann zu benehmen. Wie ein deutscher Mann. Wie ein wahrer deutscher Soldat. Wenn du willst, kannst du mal an meiner ziehen. Wie schön du bist. Weißt du das? Ein reiner kleiner Sonnenjunge. Die Papiere bitte. Hier, bitte. Das ist der Behelfsausweis von dem jungen Mann. Josef Peters, geboren am 20. April. Vielen Dank. Bitte verdunkeln Sie. Ja. Alles klar. Du bist am selben Tag geboren wie der Führer. Du hast genauso dunkles Haar wie er. Mein Liebling. Mein Liebling. So weiß, so wunderbar ist in der Hand zu spielen. Meine Lippen. Oh. Kameraden, wir begrüßen in unserer Mitte den Volksdeutschen Josef Peters, den unsere Truppen aus einem bolschewistischen Waisenhaus befreit haben. Als Dolmetscher und Soldat hat er unserem Vaterland heldenhaft gedient. Wir sind stolz darauf, ihn heute als Mitschüler begrüßen zu dürfen. Josef, bist du bereit, unserem Führer Adolf Hitler den Treueeid zu schwören? Ich bin bereit. Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre bei Gott. Diesen heiligen Eid. Diesen heiligen Eid. Dass ich dem Führer. Dass ich dem Führer. Des Deutschen Reiches und Volkes. Des Deutschen Reiches und Volkes. Adolf Hitler. Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber der Hitlerjugend, dem Oberbefehlshaber der Hitlerjugend, unbedingt gehorsam bleib, unbedingt gehorsam bleib und bei jeder Gefahr bereit sein will, mein Leben einzusetzen, mein Leben einzusetzen. Du kannst den Arm wieder runternehmen. Unser neuer Kamerad wird sich überzeugen, dass unser Führer eine Gemeinschaft geschaffen hat, in der wir Deutschen alle Brüder sind. Die stärkste Gemeinschaft auf der Welt. Wir begrüßen unseren neuen Kamerad mit einem dreifachen Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Bis die langen Messer auf den Bürgersteig. Lass die Messer auflutschen in den Judenleib. Blut muss fließen, Knüppel, hageldicke Scheiße auf die. Kennst du das nicht? Habt ihr das nicht an der Ostfront gesungen? Nein. Das lernst du noch. Hier lernst du alles. Schwarz! Schwarz, kümmere dich um Peters. Er ist dein Stubenkamerad. Geh mit ihm zur Uniformausgabe und zeig ihm alles. Jawohl! Blut muss fließen, fließen. Freut mich. Mich auch. Hier wird es viel schwieriger sein als bei den Soldaten. Bei der geringsten Gelegenheit können sie mich erwischen. Und dann lasst die Messer flutschen in den Judenleib. Meinen Leib. Hitler! Das ist für dich. Grüß dich, ich heiße Hermann. Ich heiße Franz. Setz auf! Also du bist der neue Held, ja? Wie heißt du? Jo, und du? Leni. Du brauchst bloß von der Front zu kommen. Das ist hier die beste Puppe, aber die lässt keinen an sich ran. Sieht der nicht süß aus? Ja, das sieht nicht aus. Reden wir noch vom Essen? Ich erinnere euch an ein gesittetes Essen mit Messer und Gabel. Das Messer hält man in der rechten, die Gabel in der linken Hand. Nicht schlürfen, nicht krümeln. Achtet unser deutsches Brot. Guten Appetit. Guten Appetit. Ganz einfach. Das jüdische Blut hat eine völlig andere Zusammensetzung als das unsere. Der Jude hat eine hohe Stirn, eine Hakennase, einen flachen Hinterschädel, abstehende Ohren und einen watschelnden Gang. Sein Blick ist listig und hinterhältig. Er schaut einem niemals gerade in die Augen. Er fuchtelt mit den Händen, gestikuliert, übertrieben. Er kriecht vor euch, aber lässt eure Aufmerksamkeit nach. Springt euch an die Kehle! Der nordische Mensch ist das Prachtstück dieser Erde. Er ist das strahlendste Beispiel für die Schöpfungsfreude. Er ist nicht nur am begabtesten, sondern auch am schönsten. Sein Haar ist hell wie das reife Korn. Seine Augen sind so blau wie ein Sommerhimmel. Seine Bewegungen sind voller Harmonie. Sein Körper ist vollkommen. Hey, kannst Prachtstück zu mir sagen. Die Wissenschaft ist objektiv. Die Wissenschaft ist unbestechlich. Wie ich euch schon gesagt habe, wenn ihr euch die Rassenunterschiede einprägt, wird euch kein Jude jemals täuschen können. Peters, komm mal bitte vor. Jetzt die Augen. Seht jetzt auf seinen Schädel, seine Stirn, sein Profil. Obwohl das Blut seiner Vorfahren sich in vielen Generationen mit anderen Rassen vermischt hat, sieht man noch genau die typisch arischen Merkmale. Aus dieser Mischung hat sich die baltisch-östliche Rasse entwickelt. Leider gehörst du nicht zur edelsten Rasse des deutschen Volkes, aber du bist doch ein echter Arier. Der tapfere und heldenhafte Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes erlegen. Generäle, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Unsere Soldaten starben, damit Deutschland lebe. Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zu Schutz und Trotze, brüderlich zusammenhält, von der Maas bis an die Memel, von der Ersch bis an den Welt. Deutschland, Deutschland, überall. Wie machst du das mit dem Pfeifen? So. Wie geht's dir? Du warst ja noch nie im Reich. Darum verstehst du das nicht. Ich meine, hier herrscht totale Freiheit. Nimm zum Beispiel unsere Schule. Mein Vater ist ein Lehrer, nicht? Und der Vater von Hans ist ein einfacher Maurer. Und Hermanns Vater ist ein Baron. Und es gibt zwischen uns keinen Unterschied. Wir haben alle dieselben Chancen. Verstehst du das? Wir sind Brüder. Ja, richtige Brüder, Mann. Die würde ich am liebsten alle essen. Ich weiß nicht. Die sind doch aus Gips. Du hast nicht für einen Groschen Fantasie. Ich habe zu viel, ich kann das nicht ansehen. Seid ihr noch da? Ich sehe euch nicht. Ich muss los. Bis morgen, hm? Lenis Pullover brachte mich auf die Idee, meine Haut ganz nach vorne zu ziehen und mit einem Faden zuzubinden. Vielleicht würde es so bleiben. Keiner könnte mich mehr erkennen. Und ich könnte leben wie sie. Meine Mutter, Jupp. Guten Tag. Guten Tag. Setzen wir uns. Das ist für Sie. Nein, wirklich, das ist zu großzügig von dir. Das können wir nicht annehmen. Doch, doch. Ich habe noch genug davon. Die Frau des Hauptmanns von Lodz hat mir ein Riesenpaket geschickt und... Ja, mein Gut in Pommern. Der Hauptmann will Jupp adoptieren. Schön, aber nur, wenn wir das jetzt zusammen essen. Komm mit. Das ist Papa. Er ist gefallen. Na, was ist? Setzt euch, bitte. Ich habe gehört, du hast keine Eltern mehr. Sind sie... Ich weiß nicht, wo sie sind. Du hast mir doch gesagt, die Bolschewisten hätten sie getötet. Gerhard hat mir erzählt. Die Bolschewisten hatten sie gefangen genommen, ja. Und dann kam ein großer Laster und hat sie überfahren. Das ist zumindest die offizielle Version. Ein schönes Bild. Wirklich? Das bin ich. Mein Vetter war Maler. Er kannte sogar den Führer aus Wien. Leni sieht mir ähnlich, nicht wahr? Ihr Vater war dunkel, genau wie du. O Herr, vergiss nicht die, die leiden und die Hungers sterben. Tröste die Alleinstehenden. Und gib den Kindern, die ihre Eltern verloren haben, deinen Segen. Amen. Iss, Jupp, iss. Sonst wird der Schinken noch salziger von den Tränen. Es ist nichts. Es ist nichts. Siehst du noch, ich bin schon so lange nicht mehr in seinem netten Haus gewesen. Was ist los? Tut dir was weh? Nein, mir ist nicht. Sicher? Du hast Glück, morgen kommt der Schularzt. Der kommt nur einmal im Jahr. Mann, lass mich in Ruhe. Schularzt? Oh Mann, der Schwule hat mich schon wieder an die Eier gebracht. Muss man sich denn hier ausziehen? Ja, natürlich. Oh! Oh, mein Faden! Hey, was ist los? Ich kann gar nicht mehr sprechen, mein Faden tut mir weh. Ich muss zum Zahnarzt. Oh! 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 Komisch, der sieht doch ganz gesund aus. Ah! Das Zubinden der Vorhaut brachte keinen Erfolg. Unter dem Faden hatte sich Eiter gebildet. Beim Abnehmen ging die Haut wieder zurück. Ich konnte von meinem eigenen Körper nicht fliehen. Ich musste mich weiter verstecken. Ich konnte mit keinem Mädchen zusammen sein. Und ich konnte Leni nicht lieben. Au! Du hast mich gepiekt. Das goldene Abzeichen, das wusste ich nicht. Wenn du willst, können wir es tun. Ich möchte es, Jupp, hörst du? Ich möchte es so sehr. Dafür bist du noch viel zu jung. Du bist doch blöd. Ich muss jetzt gehen. Ich bin nach Hause, ja? Wenn du willst. Du spinnst wirklich, Jupp. Fang mich! Ich wusste gar nicht, dass hier ein jüdischer Friedhof war. Wenn ich einen Juden in die Finger krieg. Was würdest du dann machen? Ihm die Kehle durchschneiden. Warum? Weil er eben ein Jude ist. Der Hauptmann von Lernow hat gesagt, Adolf Hitler hat gesagt, dass man sie nicht töten muss. Es reicht, wenn man sie nach Madagaskar bringt. Man muss sie wie Wanzen ausrotten. Der Führer weiß besser, was zu tun ist. Der Führer hat nicht seinen Vater im Krieg verloren, an dem dieses Ungeziefer schuld ist. Du hast mich geschlagen? Du hast mich geschlagen, um die Juden zu verteidigen? Leni, bitte verzeih mir. Josef Peters. Niemand schlägt eine deutsche Frau ins Gesicht. Keiner. Niemals. Schon gar nicht ein impotenter Schlappschwanz wie du. Party? Mutti, ich bin da. Ich bin da. Isaac? Schnell, versteck dich, sie kommen gleich. Er ist auch Jude, deshalb hält er immer seine Hände davor. Such uns im Ghetto in Lodz, Knüpfergasse 7. Du darfst mich nicht verraten. Jo. Nein! Mutter. Hey, hey. Was ist los? Du hast geschrien. Du musst was Schlimmes geträumt haben. Geschrien? Was habe ich geschrien? Konnte ich nicht verstehen. War wohl Russisch. Russisch? Weißt du, ich werde die Frau des Hauptmanns nicht besuchen. Ich werde nach Lodz, Litzmannstadt fahren. Wieso Litzmannstadt? Dort sollen jetzt eine Menge Volksdeutsche sein. Vielleicht treffe ich ja einen von meinen Verwandten. Wenn du auf die andere Stadtseite willst, musst du mit der Straßenbahn durchs Ghetto fahren. Da ist die Haltestelle. Hier durchzugehen ist verboten, selbst für Deutsche. Los, setz dich irgendwo hin, du störst hier nur. Es ist verboten, das Fenster zu öffnen. Ich wollte nur ein bisschen frische Luft schnappen. Frische Luft? Im Ghetto? Ich weiß nicht, ob es meine Mutter war. Ich habe sie nie wieder gesehen, obwohl ich noch viele Male durchs Ghetto gefahren bin. Ja, gut so, weiter, vorwärts, der Nächste! Da muss noch besser werden und zack, zack! Ja, ganz gut, weiter! Und jetzt! Schlecht, Peters, gleich noch einmal, los! Vorwärts! Zurück! Und weiter geht's, vorwärts! Und der Nächste! Schneller! Gut so! Und vorwärts! Guten Tag, ist Leni zu Hause? Nein. Sie ist nur noch selten da. Sie hilft, Pakete für die Front zu packen. Entschuldigen Sie bitte, dann gehe ich wieder. Aber nicht doch. Komm rein, bitte. Bitte. Setz dich, ich bin gleich fertig. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Das hier ist schnell gemacht. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt. Leni erwartet ein Kind. Sie hat gelesen, dass jede anständige deutsche Frau dem Führer ein Kind schenken sollte. Und sie hielt das dann für ihre Pflicht. Sie ist mir in letzter Zeit aus dem Weg gegangen. Es ist ihr nicht leicht gefallen. Leni mag dich sehr, sehr gern, Jupp. Das sehe ich. Götke. Götke, euer Lehrer hatte gesagt, dass der Vater des Kindes ein nordischer Typ sein müsste. Weißt du, Jupp, in der Familie meines Mannes waren sehr viele Italiener. Verstehst du? Leni hatte Angst, dass das Kind nicht reinrassig genug sein könnte. Und man es nicht annehmen würde im Lebensborn. Sie will ihr Kind weggeben? Sie schenkt das Baby dem Führer. Und Sie haben nichts dagegen? Verstehst du denn nicht? Was kann ich schon tun? Ich kann das Mädchen nicht mehr verstehen. Ich liebe Leni. Ich auch. Und ich habe nur sie. Ja, ich auch. Das habe ich zumindest gedacht. Das ist Gerhard, nicht wahr? Ja. Leni hat mir gesagt, dass du eine gewisse Grenze nie überschreiten wolltest. Ich habe ihr erklärt, dass das ein Beweis dafür ist, wie sehr du sie schätzt. Aber vielleicht... Denken Sie, ich hätte nicht gewollt? Ich bin nicht aus Stein, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Gefühle! Josef. Josef. Josef, sag mir jetzt. Bist du wirklich ein Deutscher? Nein. Ich bin Jude. Ich habe es von Anfang an gewusst. Ich schwöre, ich werde dich nicht verraten. Jupp. Ich muss nicht jemandem. Ich muss es endlich jemandem sagen. Ich halte es nicht mehr aus. Jupp, du darfst Leni nichts sagen. Die Kinder sind heutzutage so anders. Los, du Scheißkerl! Steh auf! Hey, lass mich, was du willst mein Freund sein, ja? Du Schwein, du! Was ist denn los? Nein! Was bist du für ein Drecksack? Ich wollte es nicht! Ich wollte es nicht fertig! Peters? Wo hast du dich herumgetrieben? Du hast dich auf der Polizei zu melden, mit allen Papieren. Der Polizei? Warum? Irgendwas ist ihnen da unklar. Schnell! Ich komme mit dir mit, einverstanden? Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch vor dem Unterricht. Danke. Herein. Heil Hitler. Heil Hitler. Name? Josef Peters. Peters. Na, was für ein Peters? Soweit ich weiß, sind meine Eltern aus Lettland nach Grodno gekommen. Kannte man einen Peters. Aber der war aus Danzig. Es fehlen zu viele Papiere von da drüben. Ah, Frontkämpfer. Und? Ja, der volksdeutschen Ausweis. Der ist in Grodno geblieben. Na, den muss man umgehend anfordern, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. In Grodno in die Hände der Russen fällt, könnten sie Schwierigkeiten kriegen. Sie meinen, dass es sein kann, dass... Unsere Heeresführung hat einen genialen Plan. An allen Fronten wird ein Rückzug vorgetäuscht. Und dann, 12:05, gibt der Führer ein Zeichen. Und dann werden wir die Wunderwaffe einsetzen. Und so den Feind endgültig vernichten. Ich habe den Führer letzte Woche gesehen. Er war völlig ruhig und siegesgewiss. Ich werde gleich, noch heute nach Grodno schreiben. Nach unserem Endsieg werden wir 10.000 junge Führungskräfte brauchen. Und Sie sind einer davon. Jetzt konnte mich nur noch ein Wunder retten. Die Amerikaner machen gefangen. Die Russen erschießen alle. Sofort. Quatsch. Sie werden uns... Schieß doch, verdammt nochmal! Schieß doch! Er ist getroffen! Was ist denn? Komm, ich helf dir! Lass mich! Schieß doch! Jetzt kriegen Sie, was Sie haben wollten! Los, schieß, Jungs! Da drüben auf! Rein zu einem Mist in Deckung! Jungs, schieß! Schieß, Jungs! Komm von überall! Ты откуда знаешь русский язык? Я был в школе в Гродно. Я был в комсомоле. Комсомолец? Ты предатель, власовец, шпион! Я могу все объяснить. Я скрывался. Я еврей. Я еврей. Еврей. Да. Еврей. Если бы ты был настоящий еврей, бы ты выглядел так. Смотри. Смотри. Убитые. Головы смотри. Этого ребенка ты видишь? А этого на. На тебе, пожалуйста, головы. На, повешенные, расстрелянные, на, пожалуйста, тебе на! Я этого не знал. Я думал, Мадагаскар, я этого не знал. Еще один, который ничего не знал. Ладно, Аркадий, давай. Пойдем. Ты, даю тебе его. Делай с ним что хочешь. Можешь его застрелить, как собаку. Isaac? Vater, Mutter und alle Nachbarn wurden umgebracht, 2 Wochen nach meinem Urlaub in Lodz. Isaac blieb bis zur Liquidierung des Ghettos. Dann brachte man ihn ins Konzentrationslager. Als ich Heil Hitler rief und hinter Leni hier war, da lebte meine Familie nicht mehr. Salek. Salek, wir schlagen uns zu den Amerikanern durch. Dann organisieren wir dir ein paar KZ-Sachen. Das macht überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Verstehst du? Nur darfst du keinem deine Geschichte erzählen. Das glaubt dir niemand. Das glaubt dir kein Mensch. Kopf hoch. Wir fangen ein neues Leben an, Salek. Komm, hilf mir mal. Von diesem Moment an habe ich mich entschlossen, nur noch Jude zu sein. Ich verließ Europa und emigrierte nach Palästina. Und als ich Söhne bekam, habe ich nur für einen kurzen Augenblick gezögert, sie beschneiden zu lassen. Achim, Gam, Ja.